Seid ihr aufgeregt? Ich schon. Aber ihr dürft es auch sein. Denn heute darf ich euch etwas zeigen, was ihr vorher noch nie gesehen habt. Denn Energie ist unsichtbar. Herzlich willkommen zu unserem Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit, in dem wir euch zeigen, mein Name ist Felix Waldo, ich bin User Experience und Interface Designer und arbeite als Freelancer für SmartB. Ich bin Gründer von The Good Life Collective, liebe Infografiken und möchte einmal Schlammfußball in Island, auf Island spielen. Ich bin hier mit meinem Auftraggeber Marco Blumendorf. Ja, Schlammfußball ist nicht so ganz mein Ding, glaube ich. Nach Island würde ich schon gerne mal. Island ist ja auch im Thema Energie bzw. nachhaltige Stromerzeugung ziemlich weit vorne mit dabei. Insgesamt interessiert mich das Thema Nachhaltigkeit. Ich arbeite da auch in meiner Freizeit dran. Habe einen Verein gegründet in Berlin zum Thema nachhaltige Events, nachhaltige Veranstaltungen. Wir organisieren Netzwerk-Events der Reihe Sustainability Drinks. Vielleicht kennt der ein oder andere die schon, wenn hier jemand aus Berlin ist. Ansonsten in meinem beruflichen Leben kümmere ich mich um die Technik bei der SmartB Energy Management GmbH und habe in dem Rahmen hier das Vergnügen, eine kurze Einführung zu geben unserer Zusammenarbeit und dann auch einen kleinen Hintergrund zu dem Produkt, was wir bei der SmartB entwickeln. Ich glaube, es passt ganz gut in den Vortrag, den wir gerade schon gehört haben, weil sich viele der Themen, die wir ansprechen, wer gut aufpasst, findet die bei uns auch wieder, an einem ganz konkreten und ganz praktischen Beispiel. Eine kleine Timeline, wie die Zusammenarbeit mit Felix bisher lief und wo die SmartB herkommt. Wir wurden im November 2013 gegründet, haben 2014 das erste Designprojekt zusammen mit Felix gemacht, haben da ein Dashboard im Prinzip entwickelt, mit dem in kommerziellen Gebäuden die Leute, die da für den Energieverbrauch verantwortlich sind, für Gerätesteuerung, Automatisierung und so weiter, Energietransparenz bekommen können. Wir sind damit 2015 an den Markt gegangen und haben Energietransparenz in Echtzeit für Gewerbeimmobilien angeboten. Wir haben inzwischen über 100 Zähler angebunden in 60 Gebäuden und haben so viel Erfahrung gesammelt und Feedback bekommen, dass wir gesagt haben, es ist Zeit für eine Überarbeitung des Designs. Wir haben neue Funktionalitäten und neue Informationen, die wir gerne in einer überarbeiteten Version zur Verfügung stellen würden und haben da mit Felix angefangen, vor ungefähr 2 Monaten das Design nochmal zu überarbeiten und wir würden jetzt hier ein paar Insights vorstellen, beziehungsweise würde Felix das gleich machen. Ganz kurz noch zur Einführung, SmartB Energy Management GmbH, was machen wir eigentlich? Wir installieren Zähler, die sind ein bisschen anders als die normalen Zähler, in kommerzielle Gebäude. Unsere Zähler messen 4000 Werte pro Sekunde. Das heißt, man bekommt einen sehr detaillierten Energieverlauf und kann sehr viel daraus lesen. Die Daten werden vorverarbeitet auf den Zählern in die Cloud geschickt. Unsere Kernkompetenz, Machine Learning Algorithmen, die genau das machen, Informationen aus den Daten rauslesen und diese Informationen dem Nutzer, dem Energieberater, Facility Manager visualisieren und darstellen in einem Dashboard. Das sieht dann in etwa so aus. Wie gesagt, wir haben 100 Zähler, über 100 Zähler in 60 Gebäuden. Wir messen damit
ungefähr 5,5 Millionen Kilowattstunden, haben wir bisher gemessen. Das produziert enorm viele Daten. Wir haben eine riesen Datenflut sozusagen. 250 Gigabyte pro Monat von diesen 100 Zählern. Und wir haben inzwischen 3,5 Terabyte an Stromverbrauchsdaten, die wir analysieren. Im Prinzip sieht so eine typische Kurve, so die Daten, die wir kriegen, sieht ungefähr so aus. Marco, was sagt mir denn diese Kurve? Ja, einfach so auf die Kurve gucken, ist vielleicht noch nicht so spannend. Interessant wird das Ganze erst, wenn wir die Analysen drüber fahren und zusätzliche Informationen einblenden und darstellen. Jetzt verstehe ich aber gar nichts mehr. Ja, was man hier sieht, sind die Informationen, die rauskommen, wenn man die Kurve analysiert und die Daten ein bisschen auseinander nimmt. Die Schwierigkeit dabei ist tatsächlich, die Messwerte, die Analyseergebnisse, weiterführende Informationen, alles so zusammenbringen, dass der Nutzer die versteht, dass der Nutzer daraus einen Mehrwert ziehen kann und am Ende soll das Ganze zum Energiesparen helfen. Und das war so ungefähr die Problemstellung, mit der wir zu Felix gekommen sind und gesagt haben, Felix, wir sind einen ganzen Schritt weiter. Wir müssen da jetzt nochmal irgendwie das Design besser machen. Also ganz so einfach klang das damals eigentlich nicht. Naja, wir mussten ja selber auch nochmal ein bisschen rausfinden vielleicht, was wir eigentlich hatten. Wir arbeiten mit Facility Managern, Energieberatern, großen Unternehmen und Energieversorgern zusammen. Und die Facility Manager haben nicht so viel Überblick, Ahnung von Strom, weil die sich um das ganze Gebäude kümmern. Die Energieberater sind tief drin im Thema, weil die eben Strom und sonstige Energiequellen bearbeiten, optimieren, haben meistens mehrere Kunden, sind halt Experten in dem Thema. Die großen Unternehmen wollen sich eigentlich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Ja, wir müssen Strom sparen. Sagt uns mal wie. Und die Energieversorger, naja, die gucken noch ein bisschen, was sie eigentlich überhaupt wollen. Ja, und wir stehen da und sagen, ja, cool, aber wir haben jetzt hier irgendwie 3,5 Terabyte Daten und da kann man super viele Sachen rauslesen. Da sind Peaks drin und dann kann ich in die Peaks reinzoomen und dann kann ich gucken, was sind da für Muster, wie wird der Peak verursacht. Ist das eine Anomalie? Ist das ein einmaliger Peak? Kann ich damit Strom sparen? Wie oft kommt der vor? Kann ich den vergleichen? Ist der in allen meinen Gebäuden? Ist der nur in einem Gebäude? So ungefähr, glaube ich, geil. War vielleicht die Problembeschreibung. Mega. Das klingt super spannend. Habt ihr das verstanden? Nein? Ja. Habt ihr? Echt? Ja, ich habe ein Ja gehört. Großartig. Das macht das Ganze einfacher. Ja. Gut, Marco. Dann erzähl mal, was du daraus gemacht hast. Wenn ihr das schon so einfach verstanden habt, dann brauche ich da nicht weiter ins Detail gehen. Aber ich glaube, ich würde ganz gerne da tiefer einsteigen. Und ich glaube, es lohnt sich. Die Mehrheit hat Nein gesagt. Okay. Oder gar nichts. Also wollt ihr nicht? Doch. Wir wollen doch. Es hören. Okay. Gut. Also Marco, das Problem ist, wir sollten uns das Ganze mal genauer anschauen. 3 Personas und 133 Use Cases und insgesamt mindestens 35 Liter Kaffee später hatten wir dann unseren ersten Ansatz. Und zwar, der Nutzer möchte vom System möglichst vollautomatisch seinen Energieverbrauch analysiert haben und genau wissen, was er tun muss, um diesen Energieverbrauch zu verringern. Und am besten möchte er das auch noch, dass seine Leistung und seine Sachen, die er damit macht, sofort an seinen Chef mitgeteilt werden. Und wenn das Ganze dann so einfach funktioniert hat, möchte er gerne, dass es nochmal so passiert. Schaffen wir, oder? Der Chef ihn lobt. Ja, klingt toll, aber also so vollautomatisch, das geht selbst mit unseren Machine Learning-Algorithmen noch nicht so ganz. Okay, versuchen wir es nochmal anders. Wir sollten unsere Analyseergebnisse, die wir jetzt zusammen rausgefunden haben, am besten mal so strukturieren, dass wir gucken können, wie wir das Ganze funktional aufbereiten können, sodass wir unserem ersten Ansatz, unserer ersten Idee ein bisschen näher kommen.
Dazu fangen wir am besten damit an, was wir haben. Wir haben ganz viele Daten und wir müssen dem Nutzer die Möglichkeit geben, die ganzen Daten manuell selbst anschauen zu können. Und zwar so weit, dass sie so weit ausfächerbar sind, dass wir bis auf Geräteebene, also bis auf Mustererkennung von verschiedenen Pattern, Geräte identifizieren können. Das ist die erste Challenge. Die zweite ist, weil das Ganze natürlich sehr komplex ist, wir brauchen andere Einstiege, weil der User möchte ja gerne, dass das Ganze vollautomatisch funktioniert und er möchte aber trotzdem die Daten sehen. Das heißt, das ist die zweite Challenge. Und das Wichtigste eigentlich ist, der Nutzer selbst. Macht es dem Nutzer überhaupt Spaß, das System zu benutzen? Schauen wir uns das mal am besten mit ein paar Beispielen an. Wir spielen das Ganze jetzt mal durch und fangen mit dem ersten Teil unseres Vortrags an. Wir sind zwei Personen und stellt euch einfach mal vor, ihr seid Herr Müller und euer Chef kommt zu euch und sagt, Müller, wir müssen 30% Energie sparen und zwar ab sofort. Gut, Herr Müller weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Am besten, er schaut sich erstmal die Stromrechnung an und sieht da wenigstens den monatlichen Verbrauch. Aber mehr, als dass er im August mehr verbraucht hat als in anderen Monaten oder im Februar mehr, hilft ihm das nicht. In der ersten Version, im ersten Designprojekt mit Marco, haben wir schon die Heatmap entwickelt, die uns genau sagt, an welchen Tagen ich besonders viel verbrauche. Und hier sehe ich in der ersten Zeile, dass alle Montage extrem hohen Stromverbrauch haben. Also schaue ich mir am besten den Montag an mit dem höchsten Verbrauch, weil dieser Tag am meisten Einsparpotenzial hat. Das ist jetzt der Montag und ich sehe die Stromkurve, die wir vorhin ja auch schon von Marco gesehen haben, eine ähnliche jedenfalls. Was sehe ich denn hier? Nicht so viel eigentlich. Und ich muss damit ja auch interagieren können und vergleichen können. Dazu brauche ich natürlich einen Switch, um verschiedene Tage zu wechseln und muss auch automatisch verschiedene Zeitrahmen aussuchen können. Zusätzlich brauche ich natürlich die Information, in welchem Gebäude ich gerade bin und ich möchte auch ganz gerne mir den Tag direkt auswählen. Im ganzen Interface sehe das Ganze dann so aus. Wir sehen schon, wir sind hier im Explorer-Modus auf der linken Seite und untersuchen gerade den Stromverbrauch. Kommen wir aber zurück zu unserer Kurve. Wir sehen am Anfang des Tages einen sehr hohen ansteigenden Energieverbrauch, einmal kurz morgens um 6, aber der ist wahrscheinlich nicht der Verursacher, weil er sehr kurz ist. Aber kurz vor Arbeitsbeginn des Unternehmens sehen wir einen starken Anstieg und danach auch 2 Stunden lang eine Energiekurve, die wahrscheinlich für den höchsten Stromverbrauch im Gebäude verantwortlich ist. Also zoome ich da mal rein. Das hilft mir jetzt nicht so viel weiter, aber ich weiß ja, ich habe in meinem Gebäude mehrere Zähler installiert und kann die jetzt auch einzeln aufteilen und gucken, welcher Zähler am meisten verbraucht. Der Zähler 1 in ganz rot oben hat 66%. Schaue ich mir mal den Zähler alleine an und kann mir jetzt auch die einzelnen Phasen einblenden. Und da sind wir schon. Das System hat mir jetzt schon ein Ergebnis rausgeschossen. Es hat in diesem Zeitrahmen ein Pattern gefunden und ein Gerät erkannt, wo der Stromverbrauch eigentlich herkommt. Hier handelt es sich um ein 3-Phasen-Gerät auf dem ersten Meter und es muss die Klimaanlage sein. Das ist ein sehr gängiges Beispiel gerade, weil gerade zu Wintermonaten natürlich die Heizung wieder viel mehr anspringt und die Klimaanlage gerne mal dagegen arbeitet. Also, ich habe mein Ergebnis und kann jetzt die Klimaanlage neu machen. Doch, wenn ich das Ergebnis nicht bekomme oder wenn ich diese Mitteilung irgendwie wieder einsehen möchte, muss man natürlich noch verschiedene andere Interaktionen einbinden. Ich habe jetzt mein Ergebnis gefunden und möchte das Ergebnis aber gerne wiederfinden und dafür habe ich oben meine Mitteilungsglocke neben meinem Profilbild und da wird hochgezählt und da kann ich genau wieder auf diesen Zeitrahmen springen, damit ich diese Information nicht verliere. Wenn ich diese Information aber nicht gehabt habe vorher, dann gibt es natürlich noch andere Tools von uns, die die genaue Patternerkennung oder verschiedene Extremwerte, also diese hohen Peaks, nochmal genauer untersuchen lässt. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, den Strom so aufzufächern, dass er halt anfassbar wird und man verschiedene Sachen ein- und ausblenden kann. Und ich habe die Sachen gefunden, die ich brauche. Das war jetzt aber ganz schön lange, oder? Wir brauchen
was Einfacheres. Und Herr Müller hat ja auch nur ein Gebäude. Und sein Vorgesetzter, der zu ihm gekommen ist, der hat ganze 4. Das heißt, er hat eigentlich überhaupt keine Zeit dafür und braucht halt unseren zweiten Teil unseres Vortrages. Wir brauchen Analyseergebnisse, die mir genau sagen, was ich machen muss und die mir auch den Einstieg vereinfachen, weil diesen ganzen Drilldown, der ist sehr schwierig. Also er soll einfach sein, aber er ist sehr komplex und nichts. Man braucht halt Fachwissen, um das zu machen und dann auch zu interpretieren. Ne? Genau. Gut. Der Vorgesetzte von Herrn Müller, Herr Schmidt, hat wie gesagt 4 Gebäude und möchte ganz gerne einen direkten Einstieg. Auf seiner Startseite haben wir so einmal sein Gebäude und sehen aber auch gleich den hohen Energieverbrauch von ihm, also einen Energieverbrauch auf der linken Seite unten im Vergleich zum letzten Jahr. Und rechts sehen wir aber auch einen Mitteilungsteaser, der ihm genau diese Nachrichten halt mitteilt. Oh, ich habe einen hohen Energieverbrauch an Montagen und das ist durch ein Gerät auf dem ersten Zähler verursacht. Da kann ich direkt draufklicken und komme dann zum gleichen Ergebnis wie Herr Müller. Ich würde sagen, Marco, wir haben es geschafft. Wir haben einen Einstieg gefunden, dass wir direkt mit einem Analyseergebnis direkt zugreifen können auf die Daten, die ich eigentlich auch selber rausfinden kann. Aber ziemlich cool. Lass uns noch mal kurz angucken, warum Herr Schmidt, der Vorgesetzte von Herrn Müller, eigentlich zu Herrn Müller gekommen ist. Ich möchte jetzt nämlich als Herr Schmidt noch mehr Ergebnisse sehen. Dazu klicke ich oben einmal auf die Analysis Results und sehe da, ich habe da auch 3 Kategorien und sehe in meiner Zusammenfassung von allen Gebäuden, dass mein Gebäude, was Herr Müller beaufsichtigt, im Energieverbrauch ganz, ganz oben ist. Und unten in meinem Budget-Teaser sehe ich, dass ich schon 95% von meinem gesamten Budget verbraucht habe dieses Jahr. Das ist letztendlich der Grund, warum Herr Schmidt zu Herrn Müller gegangen ist. Bitte spar doch 30%. Ja, also super spannend. Ich würde sagen, wir haben eigentlich die Punkte schon abgedeckt. Ich würde einfach mal sagen, ich versuche nochmal zusammenzufassen, was ich verstanden habe einfach. Und mal gucken, ob ihr alle das Gleiche verstanden habt. Wir haben quasi so ein Explorer-Tool, um Messdaten anzuzeigen. Und ich habe eine Art Toolbox, mit denen ich da reingehen kann und die Daten analysieren kann. Ich brauche ein bisschen Fachwissen dazu, um die Daten zu interpretieren. Aber das System hilft mir, wo es kann, einfach bei der Interpretation der Daten. Ich muss aber selber noch irgendwie finden, wo ich genau gucke. So, und um das zu lösen, haben wir noch die Analyse-Tools. Da sagt mir das System sozusagen, guck mal da, da ist was Interessantes, vielleicht ist es Einsparpotenzial. Oder vielleicht weiß es sogar schon, dass es Einsparpotenzial ist und sagt, reparier mal deine Klimaanlage oder stell die mal neu ein oder so. Finde ich super, sehr cool. Aber das Wichtigste fehlt ja noch. Macht das überhaupt dem Nutzer Spaß? Der dritte Teil und eigentlich die größte Herausforderung ist, ein so komplexes Thema für den Nutzer so aufzubereiten, dass er Spaß daran hat. Wir haben jetzt schon im Interface sehr viel ausprobiert und wir sehen, es funktioniert, unsere Lösungsansätze. Aber wir müssen an den Nutzer denken, denn Spaß macht es erst, wenn ich Feedback bekomme, dass ich alles richtig mache. Und wenn ich meine Maßnahmen nicht richtig sind, dann möchte ich ja ganz gerne, dass das System mir, genauso wie es mir ein Pattern findet, automatisch eine Nachricht schickt, dass ich etwas falsch mache. Ihr habt das Problem der Klimaanlage mitbekommen und weil das so gängig ist, sehe ich hier durch eine E-Mail, ich muss da nochmal ran. Das ist zwar nicht unbedingt der Faktor, der mich wirklich erfreut, aber ich weiß, dass ich da was machen kann, um letztendlich mein Erfolgserlebnis zu haben. Und das ist es nämlich, was den User begeistert. Wenn das System ihm sagt, hey, du hast so und so viel Euro jetzt gespart und das ist großartig, was du gemacht hast. Zum Beispiel so. Ich bekomme eine Nachricht und sage, herzlichen Glückwunsch, deine Maßnahme hat funktioniert. Du hast jetzt insgesamt schon 9 Euro gespart. Aber wir sollten trotzdem nochmal auf die persönliche Nutzermotivation irgendwie achten.
Letztendlich ist es nämlich das, was den Nutzer am meisten motiviert, wenn er selbst eine Motivation bekommt, wo er für seine Leistungen eine Auszeichnung zum Beispiel bekommt. Das heißt, so ein leichter Gamification-Charakter würde da gar nicht schaden. Eine persönliche Motivation, wie zum Beispiel sei der beste Energiemanager der Welt, wäre eine Option. Herr Müller hat jetzt gerade die Nachricht bekommen, weil er schon wieder einen Lüftungsanlagen-Pattern erkannt hat. Hey, voll gut, was du gemacht hast. Du hast jetzt schon das dritte Pattern von Lüftungsanlagen geschafft. Dafür kriegst du eine Auszeichnung. Du bist schon langsam der Experte. Diese Auszeichnung ist einerseits natürlich eine Anerkennung. Und Anerkennungen sind immer gut fürs Ego. Aber andererseits macht das die komplexe, schwierige Arbeit von Herrn Müller transparent. Und wir können Kategorien einordnen und erfassen, wie zum Beispiel Lüftungsanlagen. Diese Lüftungsanlagen können über seine Badges, die er halt erreicht hat, seine Leistungen, die können letztendlich von Vorgesetzten eingesehen werden, weil man schafft dadurch eine Kommunikation untereinander. Es gibt eine Competition unter allen Nutzern, die das System nutzen. Und sie möchten alle der beste Energiemanager selber werden. Stellt euch da mal vor, der Vorgesetzte, Herr Schmidt, bekommt eine Nachricht, beziehungsweise sieht in dem Highscore, dass Herr Müller schon das dritte Pattern erkannt hat von Lüftungsanlagen. Herr Schmidt hat ja 4 Gebäude. Und in anderen Gebäuden hat er halt ähnliche Anlagen wie Herr Müller. Aber er hat gar keine Zeit dafür, sie richtig einzustellen. Wen wird er da um Rat fragen? Genau, den Experten. Und woher weiß er das? Weil er weiß, dass Herr Müller schon 3-mal Lüftungsanlagen eingestellt hat. Das macht das Ganze, rückt die Nutzer mehr zusammen. Das ist schon mal ein ganz guter Competition-Charakter dabei. Doch, wir sind ja jetzt nicht eine Fitness-App oder irgendwas anderes, die versuchen, das Ego zu streicheln, sondern wir möchten ja Energie sparen. Und Energie sparen bedeutet, dass wir etwas Nachhaltiges machen. Und weil wir das machen wollen, ist es gut, ich habe gerade ein Stück... Entschuldigung. Also, es gibt einmal die Transparenz, die wir schaffen zu den unterschiedlichen Leistungen von dem User durch eine Auszeichnung, wie diese Badges. Das andere ist, was das Ganze noch ein Level höher hebt, ist, dass meine Leistung nicht nur durch diese Pattern belohnt wird, sondern meine Arbeit, mein Pattern, was erkannt wurde, wird vom System gespeichert. Und dieses Pattern ist für jedes Gerät individuell. Das heißt, es ist der Fingerabdruck eines jeden Gerätes. Das System von SmartB sammelt alle diese Daten von unterschiedlichen Pattern. Und wenn man das Ganze jetzt mal mit Abstand betrachtet, bedeutet das, dass wenn ich ein Pattern erkenne, kann das System anderen Nutzern die Nachricht geben, hey, wir haben dieses Pattern gefunden. Benutzt du eigentlich diese Anlage? Ich glaube, es gibt da Einsparpotenzial. Das heißt, ich mache noch etwas für andere mit. Mit SmartB wollen wir das so realisieren, dass wir die Kommunikation stärken und so den Nutzer dazu bringen, selbst noch mehr Hand anzulegen. Denn selbst die Pattern erkennen ist heutzutage technisch noch nicht möglich. Also, was haben wir nachher am Ende? SmartB macht Energie transparent. Und SmartB macht es möglich, komplexe Daten für jeden zugänglich zu machen. Und verständlich, es erklärt die Daten auch noch. Und Nachhaltigkeit ist das Thema des heutigen Tages. Und mit SmartB schaffen wir es, nachhaltig Energie zu sparen. Und das Ganze macht die Welt ein bisschen besser. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich war doch ein bisschen aufgeregt. Wir dürfen nur eine Frage. So, meine Frage ist, ich hatte ja am Anfang hattet ihr gezeigt, dass ihr die drei Personas hattet. Und mich würde mal interessieren, ist der Herr Müller denn dann auch in irgendeiner Form weiter in eurem Entwicklungsprozess aufgetaucht? Also, Herr Müller ist ein Facility Manager, der ein Gebäude beaufsichtigt. Und wir haben den Herrn Schmidt, der mehrere Gebäude beaufsichtigt. Um das Ganze noch weiter zu skalieren, wäre die dritte Person jemand, der noch mehr Kunden hat und noch mehr Gebäude. Das bedeutet, die ein, zwei Personas, die wir heute beschrieben haben, sind genau die Nutzer, die wir halt in unsere Nutzerführung eingebunden haben. Ich hoffe, das hat das ungefähr erklärt, oder? Was meinst du genau? Natürlich, natürlich. Genau, definitiv. Also wir haben ja 2014 schon das erste Projekt zusammen gemacht und das ganze Kundenfeedback, was wir hatten, ist natürlich mit eingeflossen in unsere Analyse und in unsere User Experience Analyse und dadurch haben wir erst die drei Personas kreieren können und die Anforderungen der Nutzer feststellen können. Ich glaube, die Frage war eher, ob die Annahmen, die ihr gefunden habt, also die Lösungen, ob ihr die auch überprüft habt, zum Beispiel durch Usability-Tests oder andere Usability-Methoden. Also die Frage war im Prinzip, ob wir Usability-Tests gemacht haben. Was wir hier vorgestellt haben, ist die zweite Iteration über den über das erste Produkt, mit dem wir Erfahrung gesammelt haben. Und wir sind genau an der Stelle im Prozess, wo wir das, was wir jetzt haben, mal ein paar Leuten zeigen und mal gucken, was die dazu sagen. Und wir machen Usability-Tests einerseits mit Paper-Prototypen, andererseits gehen wir auf Messen, wo wir Fachpublikum einfach mal gezielt ein paar Fragen stellen. Wir machen aus dem, was ihr gerade gesehen habt, noch so einen Klick-Prototypen, wo man sich einfach durchklicken kann, den wir Leuten zeigen. Und wir haben einen iterativen Entwicklungsprozess. Das heißt, wir setzen uns jetzt nicht dann ein Jahr hin und entwickeln das so, wie es ist, sondern wir bauen iterativ ein Feature nach dem anderen und lernen eigentlich kontinuierlich, ob wir noch was ändern müssen oder ob wir es genauso übernehmen können im Wesentlichen.